Ich habe Diamant gefunden. Yes, baby. Oh, ich habe auch einen. Ich habe auch einen. Hast du Diamanten? Ja. Ich lege erstmal alles komplett frei hier. Ja. Oh, da drunter sind auch noch Diamanten. Yeah, baby. Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Varo zusammen mit Delay. Hallo! Ja, ich bin schon auf dem Server jetzt. Okay. Ach, natürlich, klar, ich muss ja auch drauf gehen. Ich hab's wieder vergessen. Jetzt zeige ich mich wieder 30 Sekunden nicht bewegen. Macht ja nichts. Aber das geht ja von unserer Zeit quasi eigentlich nicht ab, oder? Nö, 15 Minuten laufen danach. Also es ist eigentlich völlig egal. Ja, okay. Geht's dir gut sonst, Delay? Ja, mir geht's sonst super. Bin natürlich tiefenentspannt, wie immer bei Varo. Klar. So siehst du auch aus, Alter. Gut, vielleicht nochmal Zusammenfassung. In der letzten Folge haben wir uns hier ja in dieser kleinen Höhle vergraben. Und diese Höhle, die müssen wir jetzt nicht unbedingt in dieser Folge verlassen, ne? Ach, nee, müssen wir nicht. Das hätten wir vielleicht vorher nochmal überlegen sollen. Stimmt. Aber müssen wir nicht, nee. Wir können ja dann quasi direkt, wenn morgen die erste Folge online geht, wieder eine aufnehmen. Ah ja, stimmt. Das ist easy. Okay, ich baue mich jetzt hier ganz easy den Weg okay, lang, genau, du greifst schon mal runter. Mhm. Ich mache schon mal Eisenschwerter für uns. Okay. Also ich muss echt sagen, das war ein Glücksgriff, die Höhle hier. Also cool, aber ich bin total, also ich bin richtig viel Kohle gerade hier. Dann wir später. Die nehme ich nochmal mit. Ja, die hast du wirklich gut gefunden, ey. Also. Mach mal her. Kriegst du direkt als Dank für dieses nette Kompliment. Ein Eisenschwert. Ein Eisenschwert. Also ich möchte am liebsten den Brustpanzer, ehrlich gesagt. Weil dann, wenn der Creeper kommt, habe ich keine Angst mehr. Nee, aber. 8 Stück, das reicht doch für einen Brustpanzer, oder? Ja. Können wir uns nicht eigentlich schon 2 machen? Ich habe nicht mehr Eisen, ne? Ah, okay. Ich habe noch genau 8 übrig. Komm, bekommst du. Weil du so nett bist. Und falls ich sterbe, damit du ein schlechtes Gewissen hast. Ja, dann hätte ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Nimm ihn. Nein, ich will ihn nicht. Ich schmeiß ihn jetzt weg. Ich verbrenne ihn. Egal. Ja. Ich brate schon mal das Fleisch, was wir noch haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir schneller vorankommen als ich und Dena damals. Ach. Echt? Okay. Ja. Ja, also ich und Holly haben in den ersten Folgen erstmal so richtig sinnlos rumgegraben, weißt du, nicht so direkt straightforward. Ich habe gerade unter mir einen Block abgebaut. Also den dümmsten Fehler, den man überhaupt machen ja, kann. Das darfst du. Wie viele Leute sind bei Varo daran gestorben? Pixelwolf, Stegi damals. Damals, Alter. Wir erinnern uns alle. Ja, stimmt, Stegi. Ja, echt, der ist ja auch da durchgerast durch die Hölle. Wie. Aber der wollte auch nicht mehr. Nach Tims Tod, der wollte nicht mehr. Der war komplett der Lebensmut war verloren. Unterbewusst den Lebenswillen schon aufgegeben. Unterbewusst, ja, so schon ab erster Folge. Ja, er hat noch Folge, Folge 1 hat er schon keinen Bock mehr gehabt, glaube ich. Ja, aber er hat dafür ziemlich aggressiv, sag ich mal, gefarmt. Ja, das so Tränke und so. Ja. Und Erfahrung in der Hölle. Also der wollte, glaube ich, schon noch. Ja. Das ist das Beweis. Sei mal kurz still. Okay, ich höre Skelette. Okay. Und, warte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Lava auch noch gehört habe. Aber schauen wir mal. Ja, aber Lava ist ja eigentlich nicht so gefährlich. Nee, also, nee, eben. Wenn ich hier nur so, ich baue ja 3 Blöcken Abstand oder so vor mir das erste weg. Ja. F3 müssen wir ja drücken, ne? Dürfen wir drücken, ja. Ja, müssen und dürfen. Wir dürfen sie aber nicht überdecken, sondern... Doch. Ja? Die Koordinaten darf man zensieren, ja. Aber F3, da passiert immer so viel bei mir auf dem Bildschirm. Okay, ich guck mal kurz. Moment. Hast du da nicht die Facecam? Das würde ich automatisch machen. Ja, muss ich dann. Mach das. Ja. Weil sonst vergisst du es irgendwann mal, da haben wir die Koordinaten gezeigt. Wir sind auf Höhe 47, das kann man ja sagen, das spielt ja null Rolle. Ja. So. Ist nur für die Zuschauer, weil damit die sehen das ja auch nicht, damit die wissen, wie tief wir noch graben müssen ungefähr. Das darf ich nachher echt nicht vergessen, muss mich daran erinnern. Ja. Der musste mich daran. Ich sag's dir noch, ich erinnere dich dran. Keine Sorge. Wenn nicht, bring ich dich dazu. Ich finde hier echt super viel Kohle. Ich höre links von mir, ich habe noch gar nichts gefunden hier. Ich höre links von mir eindeutig die Skelette und Zombies. Okay, Mobspawner vielleicht? Weiß ich nicht. Darf mich erstmal nicht hin. Soll ich die ganze Kohle abbauen oder soll ich die Zeit nutzen, um mich weiter runterzubauen? Für Kohle würde ich nicht das machen, wir haben erstmal genug. Okay, alles klar. Ey, wenn du das sagst. Natürlich, ne? Wenn du das sagst. Nee, Eisen wollte ich gerade. Ich habe gerade 52 Stacks. Hab ich gerade verbrannt. Diamanten, ne, ist eher. Ja, die. Überbewertet. Ja. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass von hinten so ein Creeper runtergerollt kommt. Ich weiß auch nicht. Stimmt. Aber ich habe allgemein vor allem Angst. Na, ja, aber wir haben ja alles ausgeleuchtet da. Ja. Aber ich kann nicht irgendwoher kommen. Was, wenn es kurz laggt? Oh, warte mal. Meinst du, wenn es kurz laggt? Nee. Ich dachte, ich hätte auch ein Skelett gehört. Ich dachte, ich hätte auch ein Skelett. Och, Mann. Ja, aber ich bin hier leider nicht. Allein. Hast du die Spitzhacke kaputt? Weißt du, was geil wäre für Varo? Wenn was? Wir einfach mal so die Festung finden und dann gegen den Enderdrachen spielen, während Varo. Ja.
Das wäre cool. Wäre ja theoretisch regelkonform. Also ja. Müssen nur ein paar Endermen töten, um diese Augen zu bekommen. Ja. Die auch so richtig selten droppen, glaube ich. Ja. Ist im Prinzip machbar. Ja. Das hätte mal Eier, Alter. Ja. Und dann auch alle das fertig machen am Ende. Ja, das ist ja sowieso, aber das ist ja schon gesetzt für uns quasi. Ja, wenn wir Varo gewinnen, dann machen wir das. Dann spielen wir noch weiter auf dem Server hier. Und machen den besiegen den Enderdrachen noch. Wir hören einfach nicht auf, Alter. Genau. Hero geht direkt fließend über in After Varo. Ich habe wieder 6 Eisen. Zumindest. Okay. Wie viel hast du? 0. Gut. Also ich baue mich einfach nur runter gerade, ne? Ja, ja, ich auch. Ja, ja, okay. Ich finde auch echt nicht so viel hier. Ich bin bei Erde jetzt angelangt, beziehungsweise bei Gravel. Oh, das ist vielleicht ein gutes Zeichen für eine Höhle. Ja, ich habe keine... Warte. Was? Kommst du nach, oder? Ich nehme die ganze Zeit Lava ein. Nee, ich will's nur hören. Ich will's nur hören, Alter. Mit meinen eigenen Ohren. Kranker Fetisch. Want to hear it. Okay. Die Frage, ne? Ja. Will ihr noch ankommen? Oder eher nicht? Oder eher nicht. Aber ich würde ja auch schon ein paar Mobs hören hier, wenn jetzt hier unten irgendwie eine Höhle wäre. Sollte man meinen. Sobald ich noch 2 Eisen finde und 8 habe, wo ich mir einen Brustpanzer machen kann, gehe ich wieder hoch. Ja. Aber bis dahin werde ich natürlich weitergraben. Auf welcher Höhe sind wir denn jetzt? Ach, ich bin ja schon auf der Höhe. Ich bin schon bei 11. Und das ist schon zu tief, okay, ne? Ich bin 14. Nee, 5 bis 12 ist es. Ich bin quasi genau auf der Diamantenhöhe. Okay. Das heißt, ab dann gerade Gänge machen. Gucken wir mal auf die Zeit. Warte, dann muss ich mal Open Broadcaster aufklappen. 6 Minuten haben wir schon. Okay. Zeit vergeht irgendwie schneller als ich. Ja, ich glaube, ich trödel hier keine Zeit bei diesem Gravel. Ich baue mich direkt straight weiter runter. Hier ist Redstone. Ist jetzt nicht so sinnvoll, glaube ich. Doch, eine fette Falle. Oh, ich habe Eisen. Alles gut bei dir? Lass mal ein Gespräch führen. Meinst du? Ja. Also 5 bis 12. Ah ne, 5 bis 12 bin ich gar nicht zu tief. Ich bin so mega verwirrt hier. Ja, dann hör mal auf damit. Das ist eine gute Höhe. 7, hier bleibe ich. Oh, warte mal. Hier bleibe ich, hier ziehe ich ein. Hör ich auch Lava? Ey, langsam werde ich aber auch ein bisschen... Ich höre jetzt definitiv Lava. Okay. Ja. Dann, das könnte aber gut für Diamanten sein, ne? Ja. Aber das ist, glaube ich, ein Gerücht, oder? Weiß ich nicht. Meinst du eine urbane Legende? Oh, schon. Geht dies im Urban Dictionary? Ja, jetzt so mega laut Lava, also das ist schon fast... Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich gerade, ehrlich gesagt. Und ist eindeutig alles links von mir. Warte, ich grab mich mal so in die Wand. Hast du die Kopfhörer auch richtig auf? Alter, du... Muss ich, ja. So, was war jetzt? 8 bis 12, ne? Ich hab Gold gefunden. 8 bis 12? Ja, nee, 5 bis 12. Okay, also bin ich auf 7, das ist eine gute Höhe. Okay, ich bin jetzt auch auf 7. Und dann einfach jetzt geradeaus, ne? Genau, oder zu den Seiten, wie du willst, sehr geil. Ja. Also ich habe Gold gefunden, ne? Okay. Das Ding ist halt, und ich höre eine Spinne, das Ding ist halt, wir müssen, laut hier, in der nächsten Folge ja hier weg, ne? Ja. Noch innerhalb der nächsten Folge. Das heißt, wir haben nächste Folge nicht mehr so viel Zeit, um hier großartig was abzubauen oder so. Ja, wir könnten nochmal 5 Minuten bauen. Spitzhacke kaputt. Er muss ewig, ich muss auch gleich wieder hoch. Ich habe noch Holz dabei, ich kann mir noch was machen, eine Werkbank. Ja. Wie viel Zeit? 8 Minuten haben wir jetzt. Während des Bauens werde ich mal so ein bisschen tüdelig, ey. Noch einen Ofen hier unten machen, da kann ich schon mal Eisen braten. Keine Zeit verschwenden. Brate mal Eisen. Mach ich eben. Ich brate eben. I braid it right into your Lecker face. Schmecker. Ja, Mensch, wir sind echt extrem gesprächig. Ja, doch, wer wäre noch hier? Super rausgehauen alles. Ich habe halt Angst jetzt vor dieser Lava. Ich höre die so laut, aber ich finde sie einfach nicht. Naja, ich bitte dich. Lava ist doch eigentlich null bedrohlich. Von das oben, so, ja, von aber oben siehst du sie fließen. Sag das mal Pixelwolf, Alter. Ja, da ist sie, Lava. Ja. Ich habe sie erreicht. Oh, hier ist wieder Erde. Hier ist richtig viel Erde. Unter mir die Lava, das ist nicht gut. Ja, was ist, wenn ich jetzt da reinfalle? Das kann passieren. Was ja, dann hör auf damit. Bin ich tot. Dann fall nicht rein. Hab ich gerade einen Schrei gehört? Jetzt ist Varo hier. Jetzt riechst du aber richtig. Jetzt haben die unbewusst hier so ein Herobrine-Ding noch mit eingebaut oder so. Ja. Das Ganze ist einfach nur so ein Prank. Ja. Den die für uns aufgezogen haben. Varo-Prank. Bitte Projekt. Existiert eigentlich gar nicht. Ja, dann würde ich sagen, mache ich gar nicht als erstes einen Brustpanzer für mich, sondern am besten eine Spitzhacke, ne? Auch. Ja.
Damit ich das Gold schon mal mitnehmen kann. Ja. Mein Goldapfel und so. Ja. Also ich bin hier auch bei super viel Redstone. Ich weiß nicht, ob ich die Position gleich mal wechseln sollte mit dem Abbauen. Ich hab Diamant gefunden. Yes, baby. Geil, wie viel? Komm, bitte noch einen dazu. Ja, zwei Stück sind schon mal. Okay. Und dann nehmen wir drei Stück. Daneben ist auch Eisen. Wieder ordentlich. Delay. Die drei Diamanten haben wir schon mal. Strahlender Held. Ein noch, komm. Dahinter. Vier, ja, vier Stück. Diamond Sword incoming. Diamonds are forever. Alter, das ist so eine Erleichterung, das jetzt schon zu haben. Ja. Okay, ich brauche es mit Steinspitze drauf, ne, damit es kaputt geht. Ist das eine gute Idee oder ist das eine perfekte Idee? Und jetzt geht Birgit drauf. Oder ich vorher, bevor ich es abbauen kann. Bist du in der Nähe von Lava eigentlich gerade? Ja, ja. Aber ich habe es jetzt zugebaut. Also nicht so direkt, dass ich da reinfallen kann jetzt. Das okay. Ist nicht möglich gerade. It is not possible right now. Oh, ich habe auch einen. Hast du Diamanten? Ja. Aber okay, ich habe keine Eisenspitzhacke. Den Brustpanzer voll eben, ne? Ja. Sind bei 10 Minuten, ja, easy. Locker, easy. Okay, warte mal, ich guck mal, ob hier noch ein paar mehr sind. Aber es sieht aus, als zuerst nur einer. So, hab die Eisenspitzhacke gemaked. Ich leg sie erstmal komplett, alles komplett frei hier. Ja. Oh, da drunter sind auch noch Diamanten. Yeah, baby! Ich leg die auch komplett frei. Oh, ja, ich bin gerade erschrocken, Alter. Es sind mindestens 8, es sind 8 Stück. Okay. Es sind 8, oder? Warte, es können auch nur 7 sein. Nur. Ich habe kein Eisen, um es abzubauen. Du müsstest also. Da ist noch mehr Eisen. Du müsstest also noch. Nächste Folge, wenn nicht. Ja, guck mal, wir haben jetzt das hier schon ausgebeutet. Perfekt. Dann können wir nächste Folge abbauen, ohne Gedanken. Ja. Ohne Gedanken. Ja, 8 Stück. 8 Stück habe ich hier. Ohne Gedanken. Digga, was da los? Ja. Wie Bergmann sagen würde. So. Genau. Du kannst natürlich auch gleich einfach mal kurz hierher kommen. Meinst du? Und die DD jetzt noch abholen. Also wieder, ja, es sind drei Stück. Oh, hier ist Obsidian. Ehrlich jetzt natürlich, wenn ich hier abbaue, ne? Warum? Ich hab die Diamanten schon sicher, weil dann auch Lava in der Nähe ist. Oder ist das Bedrock schon? Das könnte auch sein. Wechsel. Geil, wenn du es bei dem Texture Pack nicht erkennst. Das ist natürlich dann besonders gut. Ja, ich bin einfach vorsichtig. So, also ich habe jetzt 8 Diamanten in meinem Besitz. Okay. Dann nehme ich noch das Gold mit. Hier sind 3. Weiß nicht, ob ich dann nicht vielleicht doch weiter graben hier noch oder so? Oh, 4? Okay. Wir haben schon echt. Ja. Ein bisschen Glück. Ich freue mich dezent. I actually do freue me. Warte, da mache ich schon mal 2 Schwerter, ja? Also nur damit du es weißt. Ja. Verschwende das nicht irgendwie. Hätten wir uns die Eisenschwerter gar nicht machen müssen, ey. Ja, habe ich jetzt auch gedacht, aber dieses 4 Eisen, das ist jetzt auch nicht. Ja, ich bin da schon relativ enttäuscht jetzt. So, und die anderen sparen wir aber am besten entweder für eine Spitzhacke später oder halt für. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass hier noch irgendwo um die Diamanten herum noch weitere Diamanten sind? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal echt der Fall ist. Also grab nochmal ein bisschen. Das mache ich vielleicht auch, obwohl ich habe es ja schon komplett freigelegt, also eigentlich. Wieso ist denn hier ein Loch? Achso, hier war ich schon. Geil, Birgi, genius! Dreh richtig durch. Ich grab hier noch ein bisschen um die Diamanten rum, aber hier ist nur noch Kohle. Ja. Ich weiß gar nicht. War, du warst schon Full Dia in Varo, ne? Nee, Full Dia waren wir nicht. Okay. War überhaupt jemand Full Dia? Hieß noch Eisen? Natürlich. Also die am Ende da waren, waren alle. Ja, okay, Full. Das kann gut sein. Okay. Also ich war zumindest auch nur noch 13 Minuten oder so, ne? Also die Diamanten da bei dir kann ich auch ohne Probleme in der nächsten Folge mitnehmen. Weißt du, okay. Ist ja unsinnig. Wenn ich jetzt hochrenne, muss ich in der nächsten Folge sowieso machen. Ja. Grabe ich jetzt lieber hier die wenigen Minuten, die ich noch habe, weiter. Ja. Geradeaus durch. Oh Mann. Ich wollte vielleicht nicht die Eisenspitzhacke dafür verwenden. Mal alles aus, so. Ja, ey, das war doch schon nicht schlecht. Also ja. Wie viele Diamanten sind das jetzt? 3. 3, okay, dann haben wir schon mal 7. Noch eine, wir haben einen Brustpanzer. Okay. Bis ein Anfang, den bekomme ich dann, ne? Weil du den Eisen bekommen hast schon. Ja, ja, alles gut. Freundchen. Alles gut. Nur um schon mal klarzustellen, direkt die Bedingungen. Ich mache richtig viel Werkbänke gerade, das ist voll dumm eigentlich. Das tut mir auch voll leid. Das Holz brauchen wir eigentlich, ne? Ja. Warum? Eine reicht doch, die du damit. Ja, aber ich wollte gerade nicht zu der anderen rennen, es tut mir leid. Du bist langsam egoistisch, ne? Ja. Es war ein blöder Fehler, ist mir auch dann eingefallen. Aber ich dachte halt gemessen daran, dass wir jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit haben. Aber so viel Holz, das werden wir niemals aufbrauchen in diesem Projekt.
Ja. Von daher mach dir keine Sorgen. Okay, danke, Papi. Bitte. So, komm, einmal noch. Gib mir noch eine fruchtbare. Ja. Nein. In 15 Sekunden. Was ist das mit mir? Okay. Oh, ich höre Lava, ich höre Lava. Oh. Und jetzt sterbe ich in den letzten 15 Sekunden. Nicht, dass ich jetzt die Lava öffne, dann genau in dem Moment gekickt werde. Bin zurück. So. Ja, nee, dann lass es lieber. Ja. Du wirst ja auch noch. Du wirst in 10 Sekunden gekickt. Okay. So, ich wurde gekickt. Durchatmen. Okay, alles und? Klar. Und? Bist du runter? Ja. Perfekt. Oh, Leute. Das soll's gewesen sein für heute. War eine erfolgreiche Runde, Alter. 9 Dias ist sehr gut. Kann sich sehen lassen. Jetzt haben wir natürlich die super spannende Aufgabe, in der nächsten Folge rauszufinden, was sich bei der Lava verbirgt und was Delay uns für einen Fluchtplan ausdenken wird. Genau, ich. Ja, klar. Also, um festzulegen, du bist das Brain. Schief geht. Ich bin die Fist. Das weißt Binky du doch. Binky und der Brain. Ja, genau. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und ansonsten macht's gut. Tschüss. Euer Berkley-Team. Genau.